Die Freude an der Biogasanlage ist gerade in der Größe, dass sie so leicht läuft oder von der Biologie. Eben durch den großen Viehbestand haben wir viel Gülle und dadurch bleibt sie sehr stabil. Ich habe sehr kurze Transportwege und ich kann vor allem die Arbeit einteilen im Kuhstall. Wir haben zwar Melkroboter, aber gewisse Kälber muss man früh und abends versorgen. Und die Biogasanlage, wann ich die fütter und die Kontrollgänge und das mache, das kann ich mir im Tag mit einteilen, wie es mir gerade reinpasst. Und da bin ich ein Stück weit schon flexibel. Arbeitsaufwand, wenn man es im Schnitt auf den Tag umrechnet, ungefähr Stunde. Durchbreche, Ente, die haben wir geschenkt bekommen. Eine Moorente. Grundsätzlich könnte ich die Anlage komplett füttern. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich das nicht mache. Erstens kann ich die Fruchtfolge relativ locker halten noch mit sehr viel Getreideanteil und muss nicht Monokultur Mais anbauen. Und dann habe ich zwei Berufskollegen aus der Ortschaft, die viellos arbeiten und die bekommen von mir Gülle und von denen kaufe ich Silomais zu. Und die haben somit auch eine andere Fruchtfolge, haben den Silomais in der Fruchtfolge und ich habe dafür weniger. Und man kann fast sagen, die Menge Mais, was die früher angebaut haben, das Verhältnis hat sich nicht groß verändert jetzt bei uns. Also ich denke, Luftlinie sind es 100 Meter, würde ich mal schätzen. Und also ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich was davon mitbekomme. Man muss natürlich schon überlegen beim Bau, was kann man, welche Gerucks- oder Lärmbelästigung kann man vermeiden oder eindämmen. Vielleicht, wenn mal der Wind ganz ungünstig ist, dass es mal ein bisschen riecht. Aber das bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das von der Biogasanlage ist, weil wir Felder drumherum haben und wenn ein Bauer da seine Gülle ausschüttet, dann riecht sowieso. Anfragen, das ist der Vorteil natürlich von der Stadtnähe. Es gibt ein Neubaugebiet, es gibt Industrie. Da sind wir jetzt dabei, irgendwelche Lösungen zu finden, dass man die Wärme, so weit wie es geht, vollständiger oder noch mehr nutzt. Also wir wären schon interessiert dran und mein Mann ist da auch im Kontakt. Mit